Ja, hallo und servus miteinander. Ich bin's wieder, euer Friedrich, und heute gibt's eine Premiere, und zwar lese ich aus meinem ersten Provinzkrimi mit dem Titel Prost auf die Wirtin vor, der im Juli diesen Jahres erscheinen wird. Kurz zum Inhalt: Ausgerechnet an einem Sonntag wird die Wirtin des idyllischen Ortes Brongries tot im nahegelegenen Wäldchen aufgefunden, und Hauptkommissar Tischler, gerade von München in die Chiemgauer Alpen versetzt, nimmt die Ermittlungen auf. Als Stadtmensch bekommt das dann natürlich mit kauzigen Urbayern zu tun, und damit nicht genug, hält ihn auch der übereifrige Polizeiobermeister Fink auf Trab. Je tiefer der Kommissar jedoch in die Dorfidylle eintaucht, umso mehr wird klar, dass sich hinter der freundlichen Fassade des idyllischen Ortes noch viel mehr verbirgt, als es anfangs scheint. Ja, und dass ihr mal ein bisschen einen Eindruck bekommt, wie sich das so anhört, wenn der Friedrich Kaltenstein einen Provinzkrimi schreibt, lese ich euch jetzt mal ein bisschen was vor. Viel Spaß. Das erste Kapitel heißt Das sanfte Licht des Mondes. Stockfinster wäre es in jener Nacht gewesen, hätte der Mond nicht sein Licht auf die Erde geschickt, um dem kleinen Wäldchen bei Brongries etwas Aufmerksamkeit zu schenken. Es roch nach feuchtem Moos und Harz, das sich vereinzelt durch die Rinden der alten Bäume drückte, die sich sanft in der nächtlichen Brise bewegten. Hin und wieder raschelte es unter dem Laub, vielleicht Braunkappen, Pfifferlinge und Steinpilze, die sich kraftvoll aus dem feuchten Waldboden reckten, um dem Erdsatelliten frech ihre Köpfe entgegenzurecken. Oder etwa ein Steinmarder, der sich auf die Pirsch nach seiner Beute begab. Nein. Es war eine Zauneidechse, die Schutz in ihrem finsteren Erdloch suchte, aufgescheucht von den Geräuschen, die bedrohlich näher kamen. Die hübsche Brünette atmete schwer. Ihre schulterlangen Haare verdeckten jedes Mal einen Teil ihres Gesichtes, wenn sie sich hektisch umdrehte. Sie stürzte, rappelte sich schnell wieder auf und versuchte, die verlorene Distanz mit schnelleren Schritten wettzumachen. Ihre Knie schmerzten, weil sie sich diese an den spitzen Schottersteinen aufgeschlagen hatte. Immer wieder blickte sie über ihre Schulter in der Hoffnung, niemanden mehr zu sehen. Sie verließ den schmalen Waldweg und stolperte ins Dickicht hinein, dessen weicher Boden den Klang ihrer Schritte verschluckte. Erneut stürzte sie, als sich einer ihrer roten Pumps unter einer emporstehenden Wurzel verhakte. Das Adrenalin, das sich durch ihre Blutbahnen pumpte, zog sie wieder in den Stand. Sie ließ den Schuh zurück und kämpfte sich tief in den Wald hinein, wo sie kurz darauf den zweiten von ihrem Fuß streifte und wegschleuderte. Es schien der Flüchtenden, als würde sie durch eine Galerie ihrer eigenen Vergangenheit laufen. An jedem Baum spiegelte sich eine Erinnerung wider und rauschte an ihr vorbei. Wie sie ihre erste Zigarette rauchte, während sie auf dem Gepäckträger des Mofas ihres ersten Freundes mitfuhr. Wie sie das erste Mal den feinen Sand am Strand von Jesolo zwischen ihren Zehen spürte. Oder wie sie ihren Mann das erste Mal sah, sich in ihn verliebte und kurz darauf heiratete. Und wie er sie Jahre später das erste Mal schlug, weil sie einen Augenblick zu lange mit einem gut aussehenden Fremden geflirtet hatte. Schützend hielt sie sich den Arm vor ihre Augen, als sie durch das dichte Geäst rannte. Plötzlich blieb sie stehen, strich sich eine Strähne aus dem Gesicht und bemerkte, dass sie auf einer Lichtung angekommen war. Das sanfte Licht des Mondes setzte sie perfekt in Szene, als würde sie auf einer Bühne stehen. Sie atmete hörbar und drehte sich langsam um. Ihr geblümter Faltenrock, den sie sich 2 Tage zuvor gekauft hatte, war seitlich aufgerissen. Mit schmerzverzerrtem Gesicht fasste sie an ihren Ellbogen, der ebenfalls blutete. Ihre Kräfte waren aufgebraucht. Dass ein paar Zweige unter dem Gewicht einer weiteren Person nachgegeben hatten, nahm sie nur am Rande wahr. Langsam hob sie ihr Gesicht und blickte geradeaus in einen Pistolenlauf, der sich im nächsten Augenblick ein wenig absenkte und mit einem lauten Knall eine Kugel in die Freiheit entließ. Vögel, die in den Baumkronen saßen, schreckten hoch, nur um ein paar hundert Meter weiter erneut Schutz zwischen den Ästen zu finden. Als würde für einen Moment die Zeit stillstehen, verharrte die Gehetzte regungslos und starrte auf ihre weiße Bluse herab, die sich mehr und mehr verfärbte. Die Kraft wich aus ihren Beinen, und diese gaben der Schwerkraft nach. Ihre ledierten Knie drückten sich in den weichen, moosigen Boden, bevor wenige Atemzüge später ihr Körper zur Seite kippte. Sie schloss ihre Augen
und konnte die Meeresbrise spüren, die ihr in Cinque Terre die Wangen streichelte, bevor sie in ihrem eigenen kleinen Café an den Tresen zurückkehrte, um sich um die zwei Cappuccinos zu kümmern, die ein verliebtes Pärchen bestellt hatte. Dann hörte ihr Herz auf zu schlagen und Stille kehrte ein, während sich der Himmel zuzog und sanft ein dunkler Schleier über das kleine Wäldchen breitete. Zefix, fluchte Tischler, als ihn sein Handy an diesem Sonntagmorgen kurz vor 7:30 aus den Träumen riss. Wenn das nichts Wichtiges ist, dann, Tischler! Er saß in schwarzen Boxershorts auf der Bettkante und betrachtete die unzähligen Umzugskartons, die sich an der frisch gestrichenen Wand neben der Schlafzimmertür stapelten. Aber mein Dienst beginnt doch erst morgen. Kann ich jemand anders? Er rieb sich die Augen. Eine Leiche. Heute. Er beugte sich nach vorne und linste unters Bett. Ja, aber wer hat denn das angeordnet? Ah, da schau her. Der Polizeioberrat persönlich hat mich... Ja, verstehe. Wohin nochmal? Tischler stand auf und kratzte sich am Hintern, während er seine zweite Badesandale mit den Zehen unter dem Bett hervorangelte. Ja, bestätigte er, das kenne ich. Ein bisschen weniger als 1 Kilometer nach dem Ortsausgang. Ja. Tischler stolperte über den Werkzeugkasten, der mitten im Schlafzimmer auf dem Boden stand, weil er eigentlich am Vorabend noch das kleine Nachtkästchen hatte zusammenschrauben wollen. Da jedoch sein Akkuschrauber nicht geladen war, hatte er dieses Vorhaben auf irgendwann verschoben. Kann mich vielleicht jemand abholen, weil... die sind schon alle da. Na dann, freilich. Ja, komm gleich, ja. Knurrend legte er auf. Sie fix, fluchte er erneut. Immer wenn es am ungünstigsten ist. Er ließ den Satz unvollendet, wohlwissend, dass sich Mörder und Opfer mit aller Wahrscheinlichkeit nicht nach seinem Dienstplan richten würden. Das war noch nie so gewesen und würde auch in Zukunft nicht so sein. Doch an einem Sonntag, mitten in Bayern. Eilends suchte er sich ein paar Klamotten zusammen. Das rote Hemd harmonierte mit keiner seiner Hosen, die sich natürlich im untersten Karton befanden. Dass der Kleiderschrank immer noch in seine Einzelteile zerlegt an der Wand gegenüber dem Bett stand, war der Tatsache geschuldet, dass ein Mann wie Tischler Prioritäten setzte. Und diese galten nun einmal seiner Hi-Fi-Anlage, die 2 Tage zuvor, nachdem der letzte Karton die neue Wohnung erreicht hatte, im Wohnzimmer gleich als erstes installiert worden war. Niemand hatte ahnen können, dass das Verlegen der Lautsprecherkabel unter den Bodenleisten derart viel Zeit in Anspruch nehmen würde. Hätte es vielleicht auch nicht, wenn sich der Herr Hauptkommissar die Reihenfolge eingeprägt hätte, in der die Leisten ursprünglich angebracht gewesen waren. Schnell tauschte er seine Badesandalen gegen die schneeweißen Sneakers, die er sich kürzlich online bestellt hatte, obwohl diese sicher nicht zu seiner braunen Hose und dem roten Hemd passten. Eine intensivere Suche in den Kartons wollte er sich und den neuen Kollegen ersparen. Als er seine Wohnungstür hinter sich zuzog, tauchte eine ältere Dame mit einer Bäckereitüte vor ihm auf. »Sind Sie der Neue?« »Ja, Tischler heiße ich. Ich bin ja am Freitag eingezogen. Grüß Gott!« »Und Sie sind?« Er reichte ihr seine Hand, die sie jedoch ignorierte. »Gestern war es ganz schön laut im Haus«, stellte sie mit zusammengekniffenen Augen fest. »Waren Sie das?« »Nein«, versuchte Tischler, sich charmant aus der Affäre zu ziehen. »Das waren bestimmt die Stones.« »Ah, Sie haben Besuch gehabt. Na, dass das aber nicht zur Gewohnheit wird, gell? Wir sind nämlich ein ruhiges Haus.« Tischler schielte auf die Uhr. »Ganz bestimmt, Frau, ich muss jetzt leider zur Arbeit.« Er machte einen weiteren Schritt zur Haustür, doch die Dame wurde neugierig. »Was arbeiten's denn?« fragte sie forsch, mit einem Blick, als würde sie ihm seinen Grund, das Gespräch zu beenden, als Ausrede unterstellen. »Ich bin bei der Polizei«, erklärte Tischler und ärgerte sich im gleichen Moment, dass er früh morgens im Treppenhaus einer ihm unbekannten Dame breitwillig Auskunft gab. »Bei der Polizei? Heute, am Sonntag?« hakte sie nach. »Freilich«, bemühte sich Tischler charmant zu bleiben. »Das Auge des Gesetzes schläft nie«, er zwinkerte ihr zu. »Ja, der Sonntag stirbt langsam, aber sicher aus. Aber ein Gutes hat's ja«, sie wies die Bäckereitüte. »Man muss am Freitag nicht die alten Semmeln vom Vortag essen, gell? Feiertag, nicht Freitag.« »Da haben sie recht. Ich muss jetzt aber wirklich, weil...« »Still, Tischler«, ermahnte er sich in Gedanken, »du erzählst jetzt der Frau nichts von einer Leiche.«
Ja, gehen's nur, nicht dass noch in einen Stau geraten, rief sie ihm hinterher. Nicht in einen Stau geraten, schmunzelte Tischler leise, als es das Treppenhaus verließ. Der einzige Stau, den es in Brongries in seiner Jugend gegeben hatte, war einmal im Jahr am 1. Mai gewesen. Dann, wenn der Maibaum am Dorfplatz aufgestellt wurde, und da waren sowieso alle Einheimischen vor Ort. Sein Wagen parkte vor der Tür. Er blieb kurz stehen und musterte ihn für einen Moment, wie jedes Mal, bevor er einstieg und den Motor seines Sechszylinders startete. Verliebt betrachtete er seinen komplett restaurierten Jaguar E-Type, Baujahr 1969. Der feuerrote Lack glänzte, obwohl es nieselte. Bisher hatte er es erfolgreich vermieden, seinen Kollegen in München sein Schmuckstück unter die Nase zu reiben. Dies wollte er an seinem neuen Arbeitsplatz ebenso halten, um unangenehmen Fragen aus dem Weg zu gehen, etwa wie sich ein Hauptkommissar mit Mitte 30 einen solchen Wagen leisten konnte. Zähneknirschend drehte er den Zündschlüssel und trat zweimal aufs Gas. Der Doppelauspuff röhrte dumpf, bevor er den ersten Gang einlegte und von seinem Parkplatz rollte. Konstantin Tischler mochte die Chiemgauer Alpen. Auch wenn er einen großen Teil seiner Kindheit in Traunstein verbracht hatte, war ihm das nahegelegene Brongries sehr wohl bekannt. Traunstein war als neuer Wohnort ebenfalls in der engeren Wahl gewesen. Da jedoch geplant war, dass er dort in naher Zukunft die Dienststelle leiten sollte, hielt er es für besser, sich woanders niederzulassen. Da nahm er doch lieber die knapp 20 Kilometer Arbeitsweg in Kauf. Viel hatte sich seit damals nicht verändert, vielleicht ein paar Häuserfassaden, die Straßenbeleuchtung. Sein Magen meldete sich, als er an der kleinen Bäckerei vorbeifuhr. Jetzt ein Croissant oder einfach eine nackte Brezen. Nein, dafür hatte er keine Zeit, im Gegensatz zu der Handvoll Kunden, die freudig ihren ofenfrischen Backwaren entgegenfieberten. Konstantin Tischler, Hauptkommissar in Brongries. Seine Münchner Kollegen hatten ihn nicht nur dafür belächelt, sie hatten sogar schallend gelacht, als er sich eine Woche zuvor von seiner Dienststelle verabschiedet hatte. Doch das war ihm egal. Bitteschön, lächelte Tischler aus seiner Windschutzscheibe heraus, während er am Zebrastreifen vor der Bushaltestelle stoppte. Die nette Dame mit dem schneeweißen West Highland Terrier dankte es ihm, indem sie mit dem Kotbeutel ihres kleinen Lieblings winkte. Ein Jogger nutzte die Gunst der Stunde und huschte ebenfalls noch schnell über die Straße, bevor Tischler seine Fahrt fortsetzte. Die kleine Tankstelle, die links an ihm vorbeizog, existierte also immer noch. Einmal hatte er und seine Kumpels sich dort mit Dosenbier eingedeckt, bevor sie mit ihren Mountainbikes die Gegend unsicher gemacht hatten. Der alte Pächter von damals hatte seinen gefälschten Videothekausweis akzeptiert und sogar noch kostenlos seinen Hinterreifen geflickt. Vielleicht hatte der sich aber auch an seine eigene Jugend zurückerinnert und fünfe gerade sein lassen. Was wohl aus ihm geworden war? Bestimmt hatte er die Tanke längst übergeben. Im Gegensatz zur Bäckerei hatte die jedoch am Sonntag geschlossen. Er sah auf seine Tankanzeige. Ging noch. Ja, Brongries war ein Ort, an dem man sich noch grüßte. Wo man nebenan klingeln konnte, wenn das Mehl knapp war oder ein paar Eier fehlten. Ein Ort, wo dich der Nachbar kannte und alles ein bisserl ruhiger und heimeliger war als in der Großstadt. Außer, wenn tote Menschen im Wald herumlagen. Ah, dort hinten muss es sein, murmelte Tischler, als er den kleinen Wald nach der Kuppe ins Visier nahm. Vielleicht konnte er seinen Wagen 100 Meter vorher abstellen, dass sich die Kollegen bestimmt weiter drinnen im Wäldchen... Nein, falsch gedacht. Der kleine Parkplatz war bereits mit verschiedenen Einsatzfahrzeugen besetzt, sodass ihm nichts anderes übrig blieb, als direkt vor dem rot-weiß gestreiften Absperrband zu parken. Unter den Augen der Beamten rollte er langsam über den Kies, blieb neben einem Passat mit blauer Kennleuchte auf dem Dach stehen und drosselte den Motor. »Sie können hier nicht parken«, ging ihn ein Beamter in Uniform an. »Sie sehen doch das!« »Hauptkommissar Tischler«, er zeigte dem Kollegen seinen Ausweis. »Ich wurde angerufen.« »Ah«, setzte der plötzlich ein Lächeln auf. »Sie sind der Neue. Warten's, ich hole Ihnen den Fink.« Er drehte sich um und pfiff auf seinen Fingern. »Wo ist denn der Fink?« Keine Reaktion. Er drehte sich wieder zum Kommissar. »Ich schau mal, wo der steckt. Einen pfundigen Schlitten haben's da.« Durchs Laub raschelnd entfernte er sich. Tischler schloss seine Fahrertür,
hob das Absperrband an und schlüpfte hindurch. Der Himmel klarte auf und behielt weitere Regentropfen, die Tischler auf der Fahrt begleitet hatten, bei sich. Vereinzelte Funksprüche waren aus den Fahrzeugen zu hören, die mit jedem Schritt mehr und mehr von den Bäumen verschluckt wurden. »Servus«, rief ihn ein freundlich wirkender N20 im Trachtenjanker her. Hektisch stapfte er in gelben Gummistiefeln mit ausgestreckter Hand auf Tischler zu. »Fink, Polizeiobermeister Fink, A9!« begrüßte er den Neuzugang und schüttelte ihm die Hand, bevor er nach unten blickte und Tischler strahlend weiße Sneakers in Augenschein nahm. Dabei riss er seine Augen für einen kurzen Moment weit auf. »Tischler, Hauptkommissar Tischler, ich wäre eigentlich erst morgen. Da haben sie aber die völlig falschen Schuhe an. Da drin ist ganz schön batzig.« Auch Tischler sah nun nach unten. »Die werden es überleben. Eigentlich wäre ich erst morgen. Soll ich Ihnen ein paar Gummistiefel organisieren? Die Kollegen haben bestimmt im Auto noch...« Nein, das passt schon. Können wir jetzt über was anderes reden als über eine geeignete Schulwahl?« »Was ich sagen wollte, ich wäre ja eigentlich erst morgen...« »Ja, ich weiß«, unterbrach ihn der Polizeiobermeister erneut. »Aber der Polizeioberrat hat gemeint, wo Sie doch jetzt für diesen Bezirk zuständig sind, dass Sie sich doch gleich dem Fall annehmen sollen.« Fink kam Tischler näher und sprach ein wenig leiser. »Der hat mich vielleicht rund gemacht heute Morgen, als ich ihn kurz nach 7 aus dem Bett geläutet habe. Aber was sollte ich denn tun? Immerhin war Ihre Stelle seit fast einem Monat nicht besetzt und die Kollegen aus Traunstein...« Fink unterbrach seinen Vortrag und sah mit zusammengekniffenen Augen an Tischler vorbei zum Parkplatz. »Was ist das denn für ein heißer Ofen?« Tischler drehte sich um. »Das ist mein Auto. Wo ist denn nun die...« »Boah, was schluckt denn der so?« »Benzin. Ich hätte jetzt gern die Leiche gesehen.« Tischler sah Fink erwartungsvoll an. Es dauerte noch ein wenig, bis der sich mit seinem Blick von dem Oldtimer lösen konnte. »Freilich, gleich dort hinten. Das arme Ding.« Fink stampfte voran. »Passen Sie auf, wo Sie hintreten. Heute Nacht hat es geschüttet wie die Sau.« Tischler ließ diese Beobachtung seines neuen Kollegen unkommentiert. Vielmehr saugte er auf seinem Fußmarsch erste Eindrücke der Umgebung in sich auf. Idyllisch war es in dem kleinen Wäldchen an diesem Sonntagmorgen, abgesehen von dem ganzen Polizeiaufgebot und dem Leichenfund. »So, hier ist sie«, deutete Fink auf die Tote, die mit dem Gesicht nach unten in der Mitte der kleinen Lichtung lag, die nur teilweise von der Sonne, die sich den Himmel zurückerobert hatte, ausgeleuchtet wurde. »Fink, jetzt pass halt auf, wo's hintrittst«, fuhr ihn ein Mann in einem weißen Overall an. »Da, wo du mit deinen Quadratlatschen stehst, da war man doch noch gar nicht.« »Entschuldigung, Jens«, wich dieser zwei Schritte zurück und bekam Gesichtsfarbe. »Servus miteinander, Tischler, Hauptkommissar.« »Ah, der Neue. Wir haben schon gehört, dass da jemand kommt. Ist ja auch Zeit geworden, sonst hätten die Brungris doch noch dicht gemacht.« Er zog seinen rechten Gummihandschuh aus und streckte Tischler seine Finger entgegen. »Gebhardt, Jens Gebhardt, Spurensicherung.« Tischler zögerte kurz, griff letztlich aber doch zu und schüttelte die feuchtwarme Hand. »Das war noch gar nicht sicher«, protestierte Fink. »Ha«, kam es von einem Grauhaarigen, der neben Gebhardt stand, seinen silberfarbenen Metallkoffer öffnete und ein Diktiergerät herausholte. »Das war so sicher wie die Tatsache, dass das Mädel hier tot ist.« »Und Sie sind?« wollte Tischler wissen. »Forster, Rechtsmedizin.« Tischler nickte. »Was haben wir?« Forster blickte auf Tischlers Schuhe, zog die Augenbrauen nach oben und widmete sich wieder der Frau auf dem Waldboden. Er schaltete sein Diktiergerät ein. »Frau, schulterlange, brünette Haare, weiße Bluse, geblümter, knielanger Rock auf der Seite eingerissen.« Er ging in die Hocke. »Keine Schuhe, transparente Strumpfhose an den Fußsohlen aufgerissen, beide Fußsohlen minderschwer verletzt. Linker Ellbogen weist oberflächliche Abschürfungen auf, Kleidung stark verschmutzt und durchnässt.« Fink knöpfte seinen Trachtjanker auf. »Und an was ist sie jetzt gestorben?« Alle Köpfe wanderten zum Polizeiobermeister, verharrten kurz in der Position und drehten sich ohne weiteren Kommentar wieder zur Frau. Fink fragte nicht weiter nach und blickte ebenfalls wieder hochkonzentriert auf das Opfer. Tischler ging in die Hocke und sah sich die Füße an. Als ob sie vor irgendetwas geflüchtet wäre.
Davon kann man ausgehen, bestätigte der Rechtsmediziner. Spaziert ist die nicht, die ist gerannt. Tischler richtete sich wieder auf. Wer hat sie eigentlich gefunden? Der Ferstl, unser Jäger dort drüben. Fink deutete auf den Mann mit Trachtenhut, der etwa 15 Meter entfernt seinen Dackel an der ledernen Leine hielt und mit ihm sprach. Ich bringe sie hin. Danke, Tischler hielt Fink an der Schulter fest. Ich finde den Weg. Tischler balancierte mit seinen weißen Schuhen über den bemoosten Waldboden, um sie bestmöglich vor stärkeren Verschmutzungen zu verschonen, was ihm jedoch nicht gelang. Dr. Forster sah ihm kopfschüttelnd hinterher, dann widmete er sich wieder der Toten. Der Jäger beendete die Konversation mit seinem Vierbeiner, als er den Kommissar auf sich zukommen sah. Grüß Gott, Tischler, Hauptkommissar. Sie haben die Frau gefunden? Grüß Gott. Der Mann nahm seinen Hut ab, klemmte ihn unter den Arm und fuhr einmal über seine Haare. Ja, genau. Besser gesagt, die Resi. Er deutete auf seine Dackeldame, die schon ein wenig grau um die Nase wurde. Aufgeregt wackelte die Hündin mit dem Schwanz, als der Kommissar ihr ein paar Streicheleinheiten gönnte. Sind Sie der Jäger hier im Wald? Ja, stimmt. Schon, ach, ich weiß aber überhaupt nicht mehr, seit wie vielen Jahren. Tischler nickte und wischte seine Hand an seinem Hosenbein ab. Sind Sie immer so früh draußen? Am Sonntag eher nicht, aber die Resi hat was gehört. Wissen Sie, ich wohne auf meinem Hof, keine 800 Meter von hier. Mir war auch so, als hätte ich einen Schuss vernommen. Die Resi hat's mir dann bestätigt. Gell, Resi? Er beugte sich nach unten und tätschelte seiner Hündin sanft auf den Schädel. Resi bellte einmal, wich jedoch mit ihrem Blick nicht vom Kommissar. Einen Schuss? Hakte Tischler verwundert nach. Ja, ich glaub schon. Wie spät war's denn da ungefähr? Ferstl sah auf seine Uhr. Warum auch immer. Mei, vielleicht halb drei oder drei. Wissen's, ich hab doch geschlafen. Ich wäre mir selbst nicht so sicher gewesen, aber die Resi! Er linste wieder nach unten. Gell, Resi? Er kam dem Kommissar sehr nahe, kniff die Augen zusammen und senkte seine Stimme. Ich dachte, dass da wieder so eine Sau ein Reh schießt. Tischler wich mit seinem Kopf zurück. Ein Wilderer! Ferstl kniff ein Auge zu und hob seinen Zeigefinger. Oder eine Wilderin. Political Correctness, versteht's? Aber den, wenn ich erwisch, dem jage ich eine doppelte Ladung Schrot in den Arsch, dass das nur so staubt. Oder ihr, verbesserte Tischler und hob ebenfalls den Zeigefinger. Wie? Ach so, ja, ja, ihr auch. Der Jäger grinste, wurde aber gleich wieder ernst. Selbstverständlich, da wird keine Ausnahme gemacht, da gilt das Gesetz des Waldes. Da war Tischler zwar anderer Meinung, er sparte sich und Ferstl jedoch einen Vortrag über Selbstjustiz. Beide Männer sahen in Richtung der Toten, die im selben Augenblick vom Rechtsmediziner und Jens Gebhardt von der Spusi auf den Rücken gedreht wurde. Ferstl tat, gefolgt von Resi, ein paar Schritte nach vorne. Anschließend bekreuzigte er sich. Jesus, Maria und Josef, das ist doch die Franzi, kam es bestürzt aus seinem Mund, den er sich im nächsten Augenblick zuhielt. Tischler trat neben ihn. Kennen Sie die Frau? Der Jäger sah den Kommissar fast vorwurfsvoll an. Die Frage lautet eher, wer nicht? Mein Gott, die Franzi! Sie warten hier, wisch Tischler den Mann an und ging zu Fink, der ebenso fassungslos wie der Jäger zu der Frau starrte, dessen Gesicht mit Moos und nasser Erde überzogen war. Tischler wandte sich an Fink. Wer ist es? Die Wirtin aus dem Ort, Franziska Leidinger, antwortete er, ohne seinen Blick von der Toten zu nehmen. Und da haben wir auch schon die vorläufige Todesursache, verkündete der Rechtsmediziner, der auf die Brust der Wirtin deutete und einen genaueren Blick auf den Bereich warf. Schuss aus nächster Nähe! Er wandte sich an die uniformierten Kollegen. Holt mal mit den Metalldetektor, hier muss irgendwo eine Patronenhülse liegen. Dr. Forster startete erneut sein Diktiergerät und hob mit einem Stift die durchschossene Bluse leicht an. Schmauchniederschläge um den zentralen Defekt, ebenfalls Pulverkörncheneinsprengungen an der Haut und Bluse gut erkennbar. Perforation der Haut in Brusthöhe, aller Wahrscheinlichkeit nach ein Schuss ins Herz, Kugel nicht ausgetreten. Fink sah Tischler an. Das ist gut, oder? Was ist gut? Na, dass die Kugel nicht ausgetreten ist, dann haben wir sie ja, bemerkte Fink mit scharfsinnigem Blick. Wenn wir die Waffe dazu haben, ansonsten ist das nur die halbe Miete.
Tischler machte einen Schritt zur Seite und ging in Hocke. »Schauen Sie sich die Knie an. Die ist sicher öfters hingefallen.« »Mit Sicherheit«, bestätigte ihm der Rechtsmediziner. »Aber nicht hier, dafür ist der Boden viel zu weich. Ich untersuche das«, versprach er und inspizierte das Gesicht der Toten genauer. »Sehen Sie?« Er zeigte dem Kommissar eine Stelle unter dem linken Auge. Tischler beugte sich vor. »Ein Bluterguss?« »Ja, scheint jedoch etwas älter zu sein. Das ist nicht in dieser Nacht passiert.« »Jens«, rief ein Beamter in Uniform, »schau mal, was wir da hinten gefunden haben.« Er streckte ein paar rote Pumps in die Luft, die ihm hektisch von Fink mit gespreizten Fingern abgenommen wurden. »Die gehören sicher der Franziska«, verkündigte dieser stolz und streckte einen der Schuhe den Füßen der Toten entgegen, als wolle er aus 5 Meter Entfernung die Größe vergleichen. »Gut kombiniert, Watson«, feixte Jens Gebhardt von der Spurensicherung. »Und jetzt pack die Dinge in eine Tüte, bevor du sie mir noch restlos mit deinen Bratzen vertappst.« Ein weiterer Polizist trat neben Tischler. »Hier, die haben die Kollegen etwa 100 Meter vom Waldrand entfernt im Dickicht entdeckt.« Er stellte 2 schwarze Koffer neben dem Kommissar ab, die auch dem Mann von der Spusi nicht verborgen blieben. »Packt sie mir gut ein und schafft sie mir nach Traunstein. Vielleicht ist da irgendwas dran hängen geblieben. Scheiß Regen«, wetterte Jens und schob seine Brille in Position. Tischler blickte wieder ins Gesicht der Toten. Er atmete tief durch. Wohin diese Frau auch wollte, sie hatte sicher nicht damit gerechnet, dass ihre Reise auf einer kleinen Waldlichtung enden würde und mit ihr auch ihr Leben, das sie noch vor sich hatte. Tja, und wie es weitergeht, das erfahrt ihr am 14. Juli diesen Jahres und ich würde mich freuen, wenn ihr dem Hauptkommissar Tischler bei seinen Ermittlungen unterstützt und bin gespannt, wie euch mein erster Provinzkrimi gefällt. Macht es gut, noch einen schönen Tag, euer Friedrich. Ciao.